Numismaticus und Numismatica, auch bekannt bald als Numismatico. Es war einmal ein kleiner Zwerg, der schaffte es über jeden Berg. Er war körperlich stattlich anzuschauen, doch gehörte er zu den Kleinen und Genauen. Man sagte, er kenne sich mit jeder Münze dieses Landes aus. Es begab sich, dass er wusste von fremden Planeten, deren Beschaffenheit und Rohstoffe, von der Geschichte der Wirkung der Magie in Münzen und der des Zahnscheins, egal welchem Landes, war er in der Lage, ihn zu deuten, magnetisieren und zu lesen. Es begab sich, dass er nicht mehr zufrieden war mit dem hegemonischen Ländle und anfing, sein eigenes Geld zu scheffeln aus Holz, aus den Gebirgen. Er brachte Scheit um Scheit und machte Scheibchen für 500 Mann im Land und sagte, so arm wie es jetzt so geht, da macht Numismaticus, was auch immer er kann. In seinem großen Arsenal der Schatzkammer von fast jedem Land sich befand eine Münze mit Symbolen, die er deuten konnte. Er war ein Gerätführer und ein Verständiger in alten Schriften, Vorsagen, Sagen und Märchen. Und eines Tages packte er seine Kiste voller Geldscheinen aus der Geschichte, die er neben Numismatik, wie er nun mal heißt, sammelte und sammelte seit Kleinwüchsigkeit bis zur Briefmarke der heutigen Zeit. Es begab sich, dass er auf eine lange Reise ging und dann las er aus den Symbolen eines Tages aus der Schatzkammer seiner Geldscheine, wie der Großbetrug am Meister- und Königssystem des Planeten hätte, hat und wird vorgehen. Schon als kleines Kind wurde er beraubt. Die Goldmünzen musste er unter Verteidigung mit Lanzen und Speeren sich wieder aneignen. Er war sozusagen der letzte Goldhüter in seinem Land mit Lanzen und Speeren aus seinem Sprachgewand. Um an die Öffentlichkeit zu gehen, versuchte er nun sein Glück mit den Holzscheiben. Und tatsächlich, die Zeit spielte keine Rolle. Die Symbole wurden entfernt und die Kennzeichenziffern der jeweiligen Geldscheine wurden entfernt, wenn er als Aufpasser und Numismatico nicht mehr schaute. Er haute auf den Tisch. So, dann präge ich mein Eigengeld. Dann mach ich was mit der Holzmünze, das die Welt noch nicht gesehen hat. Einen Tanz der Wonnen des Lebens, eine Rettung dieser des Strebens. Das System vom Mars und Jupiter über die Sterne bis zurück sind die Rohstoffe exportiert. Das ist ein Geheimnis da. Ich darf nichts verraten. Schnell, zu die Schatzkammer, zu! Herein! Der Läufer wie der Springer vom König. Ein Überbringer einer Botschaft. Der Renner war vor ihm da. Beide haben eine Holzmünze bekommen. Es sollte werden wie ein Amulett, das um die Welt geht. Vom Präsidenten bis zum Bettelmönch. Jeder sollte seine eigene holzgeprägte Münze bekommen, damit dieser Planet nie mehr vergeht. Das war der Plan. Ein Hoch auf dich, Junge. Wir werden es ihnen beschaffen. Den außerordentlichen und systemischen Feinden, die uns wollten vernichten. So sei es. Nun denn, auf ins Gefecht. Unser Holzgeld wird diese Welt erobern. Ha, ha, ha.
Von den Engeln bis zum Riesen, von der Hexe unterm Meer bis über die Planeten. Der Ruf weilte und eilte über den Atlantik nach Engeland und Israel. Die Holztaler wirkten. Der Riese Numismaticus wurde irgendwann geboren. Dessen bewusst, dass die Engel ihm verbotschafteten, er lebe nur noch wegen diesen Holzmünzchen. Und tatsächlich, es war so, wie es sich begab, dass diese Holzmünzchen nicht nur das Herz der Engel gewannen, sondern weite Teile auch von vergangenen Planeten Wahrnehmungen erhalten haben und ein exzellentes Sein weiter der Dimension gewahr wurde wegen der Kreativität, die Numismaticus an den Tag legt. Der Wert der Holzmünzgall ist das Charaktersein des jeweiligen Empfängers, das Traumsymbol des jeweiligen Seelchens, das anheim ihm wohnt und es begreift, es geht um alles. Es geht um den Talisman, das Amulett, das ein Leben retten kann und dich verbindet mit dem Nächsten in höchster Not. So begab es sich, dass er kam, der Tod. Im schwarzen Mantel mit der Sichel und das im Abendrot. Er sagte, was könntest du, Numismatico, was ich im Jenseitigen nicht schon sehe? Was gibst du mir für deine Seele? Sag es mir. Und Numismatico erschrak. Er prägte die Holzmünze mit dem Tod selbst. Eine Zahlung auf Frist, man weiß nicht, wie oft man diese Fahne misst oder hisst. Ein Geschäft mit dem Tod. Man sagt, er lebte noch viele Jahre in Verborgenheit und an aller Ort. Das Geschäft erhalte die Welt, solange es geht, und hing es an einem Holzgeld. Drei Münzen sollten es sein. Während der Überfahrt hängen wir sie an den Mast. Und wer uns was tat, dem versprachen wir sie. Ja, es war eine Fahrt, um alle Welt zu retten und zu warnen vor derer, die nicht wollten eine der grauen Fahnen. So gibt es die Sage der Flagge, wie die Welt noch nicht gesehen, bei über 200 Ländle war noch eine mit Grau dabei. Es gibt sie die Sage, gibt es diese Fahne, vergeht diese Welt nimmermehr. Ausgezahlt wurden sie, die Häscher der Schädigen, die Dimensionen wollten vergehen sehen. Bis über die Dimensionen ausgelöst sein Leben mit einem Holzgeld. Direkt beim Tod, mit letzter Kraft, seine Mannen und er schafften es, das Holzgeld über die gesamten Kontinente und bis in das Weltall zu bewerben. Man schuf ein Land, das hieß Du bist ich und ich bin du. Eine graue Flagge musste her im Nu. Es waren Seher, sie konnten sehen, wie viel Holzmünzchen in der Not den Mannen beistanden, im Sinne fest und im Glauben gut, für die bessere Sache, denn es tut Not. Die Münze ist gefallen. Gruppengeist. Auf der einen Seite stand der Tod und das Vergehen, auf der anderen das Erblühen und Bestehen. Wir haben es geschafft. Es gibt sie. Wie in der Sage vorher gesagt, gibt es eine graue Weltfahne, dann vergeht diese Welt nicht mehr. Und auf dieser Weltfahne sind vier Holzmünzgall, bitte sehr. Die alte Ordnung in der Mitte, pyramidal für König und Chef für das Team. Das Märchenland lautet Kaiserreich 4 und für Engeland United Interland und Interland United wie UI and IU abgekürzt. Ein Märchenland in Windeseile musste Numismatico sich ereilt. Ersinnen. Die Feier, sie beginnt, der Planet vielleicht nimmer verrennt. Hossa! Hossa! Fortan werde ich Münzgall aus Holz prägen und mit den Planeten kommunizieren über Platinen. Hossa! 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 Man weiß jetzt nicht, wenn es wieder klopft. Und der Tod dann naht. Man weiß nicht, wie oft
es sich ein Geschäft anbahnt. Man weiß nur, er war sehr zufrieden mit dem Planeten, nachdem es endlich Ruhe, Frieden, Glück, Freude und Spaß und die Leute waren entzückt. Kam er der Wegen, brachte er Segen, bis hin in die Stube klein, brachte er Holztalismannen rein. Er lebte viele Jahre glücklich und der Tod hat seine Münze mehr als pfleglich gereinigt mit Politur und sagte: Arbeite, arbeite, bleib nur stur. Ein Märchen wie von Gebrüdern Grimm für etwas Wahrheit, das Verborgenes brauche. Von der verwitterten heilen Welt, der schwarze Ritter und sein König. Es war einmal ein geheimer Ritter eines großen Königs. Dieser hatte unglaubliche Macht über weite Teile der Bürgerschaft. Doch war die Majestät geheim, so war auch er über die Missstände informiert, aber konnte wenig machen. Andere geheime fremde Mächte machten auch seiner Majestät das Leben schwer. Die veröffentlichte Regierungsform war die der mehrheitsrichtig Befindung. Es begab sich, dass die Not das Land durchzog, weil sich die veröffentlichte Ordnung bis nach Asien verbreitete. Es lag der Alle-sind-gleich-Glaube vor, manche waren gleicher. Der Konsum war die Religion und das Geld war ihr Gott. Betäubungen an großen Plätzen mit weitreichender Wirkung und natürlich Spiele und Brot unterhielten das Volk. Die fremden Kräfte aber waren gute Gaukler und machten der Tradition der Ritterordnung keinen Vorteil. So begab sich, dass ein unglaublicher Selbstzweifel die Mehrheit der Menschen erfasste. Denn wo man hinsah, war die Not, bei den Reichen im Herz, beim Bürger im Haus, bei der Magd in der Zeit, bei den Barden, man konnte sie zählen, wurde einer nach dem anderen von unsichtbaren Mächten erdunkelt. Es war, man sagt heute, diametraler Krieg. Mit Nichtkörpern und ruhenden Landen der vergangenen Tage. Diese vergangenen Tage weilen unter der Sichtweite der Masse in Vergangenheiten wie unter dem Meeresspiegel. Dabei befand sich, dass die mehrheitsrichtig Befindungsregierungsform von innen mit Familien wieder abgelöst wurde. Der Kontinentalkrieg war schon lange da. Ob der geschwächten regionalen Ordnungen einem Gleichersein des Atlantiks angegangen, versuchte die neue Welt ihre neue Weltordnung mit der Gleichheit auch in Europa durchzusetzen. Die Zeit, man munkelt eine Erfindung Luzifers, wurde ebenso nicht mehr geschätzt und manch trachtete nach ihr. Der ehemalige Imperator Seth wurde von Familie Staat und Teufeln und Roundtable verraten. Diese Ordnung war nicht mehr sehr stabil. Männer und Frauen begaben sich in einem täglichen Vergleiche, der kein Schwelgen suchte, sondern manchem sogar Streit. Religion, ein Ablenkungsthema wie am Bazar. Ein täglich Diskutieren, ohne dass zwei zusammenkamen. Politik. Finde auch hier zwei Mann, die sich beisammen sind und Frieden halten. Waren alle Zeitungen, steht voll davon. Hinterlegt mit Ordnungen, die das Auge so eh nicht sah, wunderte sich der schwarze Ritter immer mehr. Er sah seine Brüder sterben, wie von unsichtbarer Hand, getrieben von den Umständen der Vergangenheit. Der Familiengrund hatte in der Zeit einer mehrheitsrichtig Befindungspolitik eben keinen Halt. Das Wachstum musste an der Glaubensstelle treten und die Hoffnungen der Menschen durch Zeiten begleiten. Die Verwaltungen hatten mehr denn je Reiche, die man nicht an milden Taten, aber Härte umso mehr vorzeigte.
Außerplanetare Wesen machten sich überdies auf vereinzelt die Menschen zu quälen. Nur vereinzelt wurde einer von ihnen gestellt. Denn UFOs waren für die Mehrheit, die dumm man hielt, wie konnte, ein Mythos, den man nicht glauben sollte. Tiere hatten Gedankensprache und sehr streng in Familien, man sagte von ihnen, sie bezeichneten sich als Rassisten. Des Menschen Schaffung des Geistes machte sich unterdessen auf, Geister zu fangen, obwohl sie als Geschöpf des Heiligen Geistes da waren. Frauen aus des Mannes Bildnis und Kinder kamen als dritte Schaffung in das, was man heute als Menschheit kennt. Ob der Sprache machte man dem Herzen Europas auch ein Wettbewerb der zugereisten und englischsprachigen Mannen. Wegen Geometrie gab es unterdessen unter den Rittern auch hin und her, ob dem Kringel oder lang, die Pyramide oder triangular, mit weggehenden Stäben als Chefsystem war da. Das Triangular, das alte Art, das wiederbelebt werden sollte in Kunst, auch durch den schwarzen Ritter, das nach verlorenem Symbol von Dan Brown, Triangular. Die schlimmsten waren die Gegenteilmacher aus anderen der südlich Kontinente, aus Gebieten mit Iglos und ohne Farben, wie Terroristen, denen konnte man nichts recht machen. Derweilen holte sich Franken in groß das Frankenreich, den Punkt in Kunst hatten sie uns gemacht so weich. Dazu kam noch der heutigen Zeit, wenn geht man von dieser aus als einen Termitenbau, ein Disput zwischen neuer und herkömmlicher Medienverbreitung. Man nannte es das Internet, ein Du-zu-Du-Mehr und das Fernsehen, ein Massenmedien. Millionen Zugewanderte der fremden Kultur machten Selbstverständlichkeiten auch bei Schulter an Schulter und Körperdeutsch zu schwer, als dass sich die Zwischenmenschlichkeit weiters entfalten konnte. Deswegen aber 100 Mann, sprach der schwarze Ritter, fand sich ein oder der andere des guten Herzens wieder. Derweilen ergab sich, dass der Krieg offen ausbrach, insgeheim, man nannte es Terror, 7 der Brüder des schwarzen Ritters starben. Der Sieg, Schutz und Trutz und Loyalität mit Wehrhaftigkeit als Speerträger des Teutonen, des Deutschen, des Germanen gab uns den Stolz und die Kraft zurück. Die Überlebenden halfen den Landsleuten, die Landsleute schlossen sich wieder Familien an und damit auch der Majestät des schwarzen Ritters. Die Gefangenen aus Phantasialanden, gegründet im Nichtschau der Güte, wurden befreit und zahlreiche Leben wurden gerettet. Die Wiederauferstehung über einen armen Orden der guten Zwischenmenschlichkeit rekrutierte der Ritter immer auch am untersten Rand der Gesellschaft, für den sich nicht mehr fand eine helfende nette Hand. Über 500 Holzkunstwerke wurden verteilt vom schwarzen Ritter. Eines davon geht in einen Himmel aus Holz, ein Rechteck im Stande. Die Lösung war dann ehedem das Meistern, wie kann und was kann gehen. Sogar der Lauscher an der Wand befand, es muss sich was tun in unserem Land. Das neue Excalibur aus dem Stein, es sollte dann eine Ordnung sein. Eine Ordnung in der Ordnung, falls was ist, falls Familie und Staat, Beruf dich fallen lässt. Es hat nur 3 Regel dar. Rede nicht alles Geheime rum. Komme klar mit dem, was du hast, von ab jetzt, nun bauen wir wieder auf. Dafür bist du dabei, einer für alle, alle für einen, genauso sei. Da hat bestimmt der Großvater oder Großmutter wie bei den Templern daheim. Und da seid ihr daheim, wenn die Welt euch verrät, niemand zurückgelassen wird. Zum Beispiel die deutschen Ritterschaften. Seien wir aber weiterhin ein einfacher Arbeiter im Sein des Herrn. Ist was ist das Bewusstsein am Bergen? Das Herz ist zu gewinnen, egal wo ist deine Seelenheimat. Und zu zweit
kommt man weit. Lasst uns diesen Armenorden gründen. Ich wäre gern bereit, damit zu wirken. Deutsche Imperatur. Lied, Motivation, Einigkeit. Deutsche Imperatur hält Welten auch media. So sei es unsere Welt, dass die Dimension gefällt. Besteh vor Göttern schier, der Welt ein Rund, Einigkeit dir. Besteh vor Göttern schier, der Welt ein Rund, Einigkeit dir. Wo denn, wenn ich hier, wir denn, wenn ich wir, wann denn, wenn ich jetzt, so sei fest. Wo denn, wenn nicht hier, wir denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, Gewinner allgesetzt. Wo denn, wenn nicht hier, wir denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, Treue und das kennst. Wo denn, wenn nicht hier, wer denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, Tugend immer schätzt. Deutsche Imperatur hält Welten auch mit dir, so sei es unsere Welt, das Dimension gefällt. Besteh vor Göttern schier, der Welt ein Rund, Einigkeit dir. Besteh vor Göttern schier, der Welt ein Rund, Einigkeit dir. Wo denn, wenn nicht hier, wir denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, stolz die Fahne hältst. Wo denn, wenn nicht hier, wir denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, Ehre und das beherzt. Wo denn, wenn nicht hier, wer denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, wenn der Feinde geht. Wo denn, wenn nicht hier, wer denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, Sieg ist dem, der erhält. Deutsche Imperatur hält Welten auch mit dir, so sei es unsere Welt, das Dimension gefällt. Besteh vor Göttern schier, der Welt ein Rund, Einigkeit dir. Besteh vor Göttern schier, der Welt ein Rund, Einigkeit dir. Wo denn, wenn nicht hier, wer denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, so sei fest. Wo denn, wenn nicht hier, wer denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, Helden des Weltnetz. Wo denn, wenn nicht hier, wer denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, Freunde immer rätst. Wo denn, wenn nicht hier, wer denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, gewonnen für immer fest. Deutsche Imperatur hält Welten auch mit dir, so sei es unsere Welt, das Dimension gefällt. Besteh vor Göttern schier, der Welt ein Rund, Einigkeit dir. Besteh vor Göttern schier, der Welt ein Rund, Einigkeit dir.
Wo denn, wenn nicht hier, wir denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, bar führe das Herz. Wo denn, wenn nicht hier, wir denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, wie ist der Morgen dann? Wo denn, wenn nicht hier, wer denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, an dem es alle Mann gelang. Wo denn, wenn nicht hier, wer denn, wenn nicht wir, wann denn, wenn nicht jetzt, wird herrlich und das vernetzt. Deutsche Imperatur hält Welten auch mit dir, so sei es unsere Welt, das Dimension gefällt. Besteh, besteh vor Göttern schier, der Welt ein Rund, Einigkeit dir. Besteh, besteh vor Göttern schier, der Welt ein Rund, Einigkeit dir. Da, 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 la 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 dam dam dai da ni dam dai dam dam dai da ni dam dai dam dam dai da ni da dai dam dam dai da ni da dai dam dam dai da ni dam dai dam 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 da ni da dai 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 dam dam dai da ni dam dai dam dam dai da ni da dai dam dam dai da ni da dai dam dam dum dum dai dum di dum dai dum dum dai dum di da dai dum dum dai dum di dum dai dum dum dai dum di dum dai 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 dan di dam dai dam dam dai dan di dam dai dam dam dai dan di da dai 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 dam dam dai dan di da 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 dai 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 Du bist nicht allein, war die Welt auch wieder gemein. Vergib mal und dann machen wir weiter, wird die Welt erbaulich heiter. Sei du immer wie du bist, am Anfang war die Mutti und der Gewinner, das warst du, das ist gewiss.
Wir leben zum Streben wie Bäume eben. Wir leben und streben wie die Franken der Wege. Komm hoch, steh auf, steh groß, mach los. Nochmal alle. Steh auf, komm hoch, steh groß, mach los. Die Welt bist du im Kleinen auch, wie Lehmgarde hält dich hoch auch. Der die helfende Hand kann hochhalten, versteht, wie es manchmal kann gehen mit Gestalten. Du bist nicht allein der Wegen, war die Welt auch gemein deswegen. Vergebung auch mal und dann weiter, wird die Welt erbaulich heiter. Komm hoch, steh auf, steh groß. Sei du immer, wie du gewesen bist. Oder ändere dich, ein Gewinner, das ist gewiss. Der das Leben stemmt vor dem Herrn, geschenkte Körper, die pflegt man doch gern. Komm hoch, steh auf, steh groß, mach los. Groß, mach los. Die Welt bist du im Kleinen auch. Lebe vor, was ist der Brauch, der die helfend Hand hochhält und versteht, wie manchmal gut geht, gell? Du bist nicht alleine hier. War's der Welt nie entronnen, mein dir. Vergebung und dann geht es weiter, wird die Welt auch manchmal heiter. Komm hoch, steh auf, steh groß, mach los. Thank you.
sei du, wie du immer bist. Von Anfang an geliebt und Teil des Heiligen Geistes, das ist gewiss. Wir leben und wir sterben mal, wie Bäume, Blättchen schlafen wir da mal ab und zu und kommen wieder. Steh auf, komm hoch, steh groß, mach los. Bist du im Kleinen auch. Lebe vor, was ist der Brauch, der die helfend Hand hochhält und versteht, wie manchmal gut geht, gell? Du bist nicht alleine hier, warst der Welt nie entronnen, mein dir. Vergebung und dann geht es weiter, wird die Welt auch manchmal heiter. Komm hoch, steh auf, steh groß, mach los. Sei du, wie du immer bist. Von Anfang an geliebt und Teil des Heiligen Geistes, das ist gewiss. Wir leben und wir sterben mal, wie Bäume, Blättchen schlafen wir da mal ab und zu und kommen wieder. Steh auf, komm hoch, steh groß, mach los. Komm hoch, steh auf, mach los, werd los. Thank you.
los. Mach los. Werd groß. Zeig allen. Wir werden sie stellen. Mach los. Mach los. Komm hoch. Komm hoch. Wir zeigen. Vorwärts, das Tor ist groß. Komm hoch. Komm hoch. Steh auf. Steh auf. Mach los und werde groß. Und werde groß. Hey, guten Morgen, Jesse. Wie geht es dir? Kann ich dich heute mal sehen? Oder sprechen. Hey Jesse, willst du deine Ruhe haben? Komm, ich hol die Brötchen und wir werden uns dran erlaben. Lang hab ich dich nicht gesehen. Wann werden wir zusammen spazieren gehen? Jessica! Ich weiß, wir sind nicht allein. Ich werde immer bei dir sein. Jesse, nur für dich. Liebe kommt von Lippen. Kennt ihr sie? Wisst ihr was? Wer zuckt da? Wer schaut was? Kennst du sie? Wie ist was? Wie komm ich ran? Wie ist die Frau? Ich für mich befand am Schulhof die schönste Frau, die schlau und gut ist und genau. Kann nicht sein, nein, schon wieder nicht. Ein neuer Tag, ich hab sie gesehen, lang aber nicht. Kennst du sie? 1, 2, 3, neuer Tag, Parfüm ran, schick gemacht und fragt, wie's geht. Oh, verfallen hier, was mach ich hier? Ah, ihr Freundin schaut, was mach ich heute? Ich hab mich gekraut. Es kann nicht sein, sie kommt auf mich zu. Oh, wie wird mir, sie ist neben mir, du. Susanna. Ich weiß noch ganz genau, 4. Klasse, sie rannt im Schulhof, Mensch war was, ey. Ich dachte, Sport. Und die Kerl hier, wie die schaut noch gut aus, die nehm ich mir.
fünfte Klasse, die Freundin war jetzt da. Und so, sie hat dann leider Na gesagt. 40 Jahre später seh ich sie nochmal beim Kaufen. Noch immer schön, ich würd sie taufen. Ich werd sie nehmen, noch in 40. Wenn wir sind 80, heirat ich dich. Susanna, I love you since the sports. In the school when I was graduated for the sports. Oh, Susanna, I love you. Hallo Leute, ich habe irgendwie mitbekommen, meine Brüder gehen bis Orion mit UFO. Und ich habe gedacht, ich mache ein Lied draus für euch. Übrigens, ich liebe euch und Liebe kommt von Lippen, Lippstadt. Ja, das ist eine Wortgründung und ich war da auch mit dabei. Das Beste, was wir daraus machen können, ist das, was wir leben. Jetzt habe ich gedacht, ich mache einen Song. Der Weg bis Orion. Nix haben, still was sagen, zweisam sein, beredet fein. Nix haben, still sagen, zweisam sein, beredet fein. Still zu sein, wenn gefragt sagen, zweisam Liebe auch mal wagen. Schlauder wegen beliebt der Richtige muss sein. Es bewegt sich krumm in die Sphäre rein. Öffentlichkeit nicht schaut, nur dein Schatz ins Geheim. Beliebt, aber bei den Richtigen. Ferne streben, aber leise der Wegen. Nicht fragen, ja sagen, aber nicht auch ein Statement fragen, wagen. Statement wagen. Geheim der Reise geht das Tor zum Weltauf leise. Bis Orion der Wegen ist Liebe sehr der Segen. Was ist man ohne denn? So viel für sich und wenig für die Welt. Geheimer Blick zurück, der letzte bin entzückt. Die Welt sieht mich jetzt nimmer, die Zukunft hat Glanzschimmer. Der Orion, er kommt mir auf den Bildschirmfront, der Wesen auch auf Erden, benimm, damit auch schön kann werden. Die Welt ist groß, sie dreht sich weiter, wie auch ist das los. Die Welt ist groß, geh vorn und geh los, mach was draus, du bist die Sache auch. Gib nicht auf, es nimmt seinen Lauf, misch nicht zu viel ein, der Weg, der den gehst du wie allein, doch dein Herz ist immer an der Seite. Sie berät dich und sagt auch mal, deinen Mund halte. Du solltest Seele sein, die zweisam ist und nicht allein. Du solltest Seele sein, der Zweisamkeit und nicht allein. Es ging nicht mit Gewalt, sondern wie das Wasser bewegt im Flusse eben natürlich der Wegen zwischen dem Bewusstsein. Weihnachten 2, Leute. Vom 1.11. konkret bis 13.11. der Santetag. Die Vorbereitung vom 31.10. bis einschließlich 13.11. die Heldenzeit. Machen wir am 30.10. schon los, oder? Wir reichen uns vor. Selbstverwaltung in der BRD.
bei der UN angemeldet ist das Schee. Es gilt das Grundgesetz, die Menschenwürde. Das Grundgesetz mit Menschenrecht, was schöner wäre. 1 BGB, was soll man sagen, allerlei. An Rechten, Pflichten, vielleicht ist es jetzt vorbei. Staatsgeheimnis der ICSA, der kommt euch sagen, wir mussten einiges wagen. Bis man sicher war, die BRD mit Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel in Europa und das Vereinte Tage. Muss ich sagen, der Aufwand war keine Frage. 2016 Ausrufung, 2017 das Reich der vierten Berufung, 2018 Besinnlichkeit. Wir leben einfach für das, was wird Zeit. 1, 2, 3 am 12.11. dabei. Der Markt in unserer Farbe, ich mich gezeigt. 3 Jahre wären es gewesen. ICSA für Deutschland, großen Welten hätte Spaß. Heldenzeit vom 30.10. Vorbereitung für die nach 1.11. Bis 12.11. wird der Held geehrt. Von Rotbaron bis Lust bis Weiters, Wallenstein und Feld. Robin Hood der deutschen Sorte kann sein. Der sandte Tag, 1.11. wird gewahrt. Der Illuminati Begehungstag, der 13.11. wird angesagt. Illuminiare, halb Engel, halb Dämon. Illuminiare, halb Gott, halb Mensch. Sie hat den Tod überwunden, die Sichel der Zeit. Sie beherrscht die 3 Pyramiden der Welt und steht für Welthegemonie halt. Schwarz-Weiß steht für Gut und Böse, sie ist halb Engel, halb Dämon. Schachbrett der mächtigen Begleiter, beherrscht sie spielerisch und als Zeichen des Hexagons. Für den Merkur und Flügel für Gedankenkraft. Auf ihrem Haupt hat sie Heiligenschein und Illuminare. Das gibt uns Kraft. 1.11. Sante Tag, der Sante Tag für alle Sante. Bis zum 13.11. geheime Illuminati-Tag. Und wir gehen alleine zu zweit und zu mehreren. Ich bin dabei am 12.11. Ich trage wahrscheinlich schwarz. Ich hab versucht, den ICSA Kraft zu geben. Gib mir Mut und Zeit und Helden. Uhrzeiten, Denkmal. Denk mal an die Uhr, denk mal an die Zeit. Für eine Meditationszeit um die Welt. Um 11.11 Uhr wird zurückgedacht und vorwärts gemacht. Standort bestimmt und turniert. Dein Uhrzeitendenkmal, wann waren deine Jahre? Um wie viel Uhr hast du gesagt, sind wir mal mein Paar? Hey. Von Kuckucksuhr bis am Gelenk, vom Kirchturm runter wird gelenkt, aber auch frei der Zeit, dir nimm das Gelenk, Leben schön. Uhrzeitendenkmal. Uhrzeitendenkmal, 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 nicht an jene Zeit, die brachte Heilverständnis, 11.11 Uhr, Meditation, weltweit, wie eine Party, einmal um die Welt, 11.11 Uhr, gedenke ich der Welle, kommt und repariert auf die Schnelle.
9:11 Uhr. Weltereignisse, 11:11 Uhr, Meditationen weltweit, kommen vorbei, reparieren als Welle, schnell die Welt halt. 13:23 Uhr, ich gedenke der Illuminati von Adam Weishaupt. 1806, Napoleon verbietet das deutsche Rittertum. 1813, die Offenbarung des Johannes, musste ich 2 Wochen im Kloster mich tun. 19:45 Uhr ist der Krieg vorbei, jetzt 70 Jahre Frieden. 19:49 Uhr das Grundgesetz, die Gründerväter haben was gegossen. 20:15 Uhr Spaßgesellschaft, juhu! 20:16 Uhr Internet, Kaiser titelt sich. 20:17 Uhr Kaiserreich wie ausgerufen und das Internet United Internet Land. 20:18 Uhr der Großtag, Heldenerzähltag, 12.11. Illuminati Geheimtag. 23:13 Uhr wieder Illuminati, wir leben noch. Und 24 endlich die Hymnen, die Vollzug. Uhrzeitendenkmal 2018. Tick, Tack, Tick, Tack, weiter im Takt. Tick, Tack, Tick, Tack, wird Ziel und Ziel geschafft. Tick, Tack, Tick, Tack, Tick, Tack, Tick, Tack. Die Zeiten heilen, wird voran gemacht. Uhrzeiten Denkmal 2018, Leute. 5:45 Uhr, 9:11 Uhr, 11:11 Uhr, 13:23 Uhr, 18:06 Uhr, 18:13 Uhr, 19:45 Uhr, 19:49 Uhr, 20:18 Uhr, 23:13 Uhr, 24 Uhr, endlich die Hymnen, die wohl tun. Wann ist deine Zeit? Schau auf die Uhr. Wann war was und wie wird es nur? Wann ist deine Zeit? Wann wird sie kommen? Jahrhunderttag 2018 wird genommen. Gib mir die Zeit, es zu verwirklichen. Die Zeit vom 30.10. auf 31.10. die Vorbereitung auf die Nacht zum 1.11. Feiertag. Bis zum 12.11. öffentlichen Markt. Begehungstag zum 13.11. der daheim. Ich kuschel mich schön rein und fühle mich wohl vor Weihnachten. In diesem Sinne, Weihnachten 2, sei dabei. 2018 mal berührt. 2016 die Welt sortiert. 2017 die deutsche Imperatur. Und jetzt sehen wir weiter. 2018 mal berührt. Mal schauen, wer hat denn hier steht. 2018 mal berührt. 2018 kennengelernt und gleich gesagt, wie nehmen wir die Welt hinein. 2018 mal berührt. Half nicht mal das nicht studiert. Musste der Wurf dann sein, ja der Dollar ist mein, ja der Dollar ist mein. 2018 mal berührt, gleich darüber debattiert, wie könnte die Welt jetzt sein, wäre sie insgeheim mein, wäre sie insgeheim mein. 2018 mal berührt, gleich auf nen Wurf sortiert. Ja, mit wem geht das und das, wenn Unwetter macht mal was? Wenn Unwetter macht mal was? 2018 berührt. 2018 berührt, wie werden Netzwerken? Gleich wird derer kann regieren, mit wem könnt was gehen. Gleich die Flaggen neu sortiert,
die hingen dann wieder neu an bis unserer Stelle frei. 2018 mal berührt, hätten wir nicht debattiert, wäre nie was passiert. Hätten wir nicht debattiert, wäre die Welt jetzt rund.